Hallo und willkommen zu einem Let's View des Action Figure Digest von Thomas, die Nummer 155 aus dem Jahre 2007. Der Tomat ist ein amerikanisches Toy-Magazin, was ein bisschen Retro betrachtet und aktuelle Figuren der Zeit von damals, eben halt von 2007, was so da war. Ja, und das schauen wir uns dann einfach mal an und schauen uns das an. Was soll ich da mehr sagen? So, vorne sehen wir Blackbeard von The Pirates of the Caribbean at World's End. Die Figur war draußen und da seht ihr auch, welcher Film gerade aktuell im Gespräch war. So, weiter haben wir Cobra is Back, den Cobra Commander von G.I. Joe, auch richtig cool. Und hier, macht euch eure Gedanken. Ihr seht vielleicht schon mal was Interessantes. Und wir sprechen gleich drüber, die Dinge, die folgen. Also hier nochmal die Credits und so weiter bei Informationen. So, dann haben wir sozusagen, fangst du immer mit News an. Ja, hier haben wir eine Harry Potter Figur von Tona Character Figuren. Namor und oder Cap Aquaman, besser gesagt, ist es ja. Und seine Frau. Sie sehen auch sehr, sehr blond aus. Ja. Marvel Legends von der Titanium Series, Metallserie, einen schönen Wolverine. So eine Werbung, auch eine coole Werbung eigentlich, ne? Muss man echt sagen. So, weiter geht es. G.I. Joe. Ja, sehen wir ein bisschen moderne G.I. Joe Figuren hier mit einem Krokodil. Recondo, Terror on the Swamp. Shadows, Storm Shadow, Danger in the Jungle, so ein Storm Shadow, unser beliebten Ninja im Dschungel-Outfit. Beziehungsweise gibt es zweimal drei verschiedene Outfits, habe ich das Gefühl. Oder? Nee, das ist das Adventure-Team. Das Shadow ist das. Das ist das Set mit dem Tiger. Auch richtig cool. Richtig cool. Auch genauso hier Star Wars, Battle-Szene mit Actionfiguren, Battle Packs Unleashed, also so eine Art Brettspiel, Warhammer-Spiel mit Star Wars. So scheint es mir fast. Gut, weiter geht es. Shrek the Third. Schreckgläser. Figuren. Das sieht aus ein bisschen wie die McDonald's-Figuren, wenn ich das so richtig sehe. Ja, Happy Meal steht auch oben. Hier sind die auch schon mal angekündigt, wie sie sind. Habt ihr sicherlich auch schon auf Flohmärkten gesehen. Ja, hier haben wir einen Ken, glaube ich, oder so. Und dann hier Ruyo von der Prügelserie. Ich glaube von Street Fighter. Aber gut, ich bin da jetzt, ich kenne die Spiele, aber die Charaktere bin ich ein bisschen immer am Raten, zu wem die gehören. Das ist zu viel. Ja, hier haben wir auch noch von Battlestar Galactica Figuren beziehungsweise von Caprica. Ja. Ja, richtig cool. Dann hier so eine Werbung von Mezco und von Diamond Selection. Die machen spezielle Actionfiguren. Hier sehen wir hier Star Trek Zorn des Khan, zweiten Movie, Khan und so weiter. Die Figuren richtig, eigentlich gar nicht so schlecht gelungen. Spider-Man mit Sandman, Venom, irgendwelche Soldaten, wo ich jetzt nicht sagen kann. Ach nee, das ist Stargate SG-1. Tiag, habe ich ganz erkannt, der ist gut getroffen. Das muss Daniel sein, Sam Carter und MacGyver. Na, ja, nicht so schlecht, richtig gut bepackt, die ganzen, richtig viel Stoff. Richtig cool. Ja, und dann geht es auch schon gleich, zu einem meiner Lieblingsthema über, zu Transformers. Aber auch wenn das nicht so meine Favorites sind, gebe ich ehrlich zu. Das sind so Movies und dann gab es so ein paar Specials. So eine Art Laserbeak, der sich in ein Mikrofon verwandeln konnte oder ein Handy, was auch immer. Eine kleine Kamera konnte sich auch in einen Transformer verwandeln. Ist ein netter Gag. Ich hatte auch einen Joystick mal, war in Ordnung. Hier mein Ironhide von der Wave 2 und Starscream aus der Wave 2. Kann sein, dass ich die noch im Keller habe, muss ich ganz ehrlich sagen, als Figuren sind aber nie meins gewesen. Genauso wie diese Figuren, das sind so kleine Gummifiguren, davon habe ich mir nur ein Set mal mit Soundwave gekauft, aber die sind auch von der Qualität so schlecht, dass sie angelaufen sind. Also es war nicht toll, den hier habe ich, glaube ich, das war ein Battle Pack, die beiden zusammen, weil ich ein großer Soundwave-Fan bin, aber irgendwie war es nicht toll. Das sind ja die klassischen Figuren, die ich liebe. Aber irgendwie weiß ich nicht, das waren doch nicht meine Figuren. Und dann habe ich mir auch mehr als ein Set Mini gekauft. So, Mezzo. Ja, gut. Und dann einen aus South Park. Hier aus Hellboy müsste das stammen. Und dann also irgendwelche anderen Sachen, die ich nicht identifizieren kann.
Das sieht ein bisschen aus wie Goonies. Irgendwie, erinnere mich an Goonies. Diese Münze. Irgendwo. So mit den, dieser, so ein Schlüssel, den man einpassen musste. Oder war das aus dem anderen? Ja, ne. Für einäugigen Willi, was sie da hatten. Wo sie dann was. Die mussten noch was umdrehen, irgendwie. So ein. Naja. Um eben halt die Geheimtür zu öffnen bei der Orgel. Oder nee, das. Nee, davor war das die Szene. Na egal. Komm, ich rede jetzt Schluss. Vielleicht sogar. So, at World's End. Richtig schöne Figuren. Elizabeth Swann, Jack Sparrow, Teak, also Blackbeard. Ach Quatsch, das ist Captain Teak, das ist nicht Blackbeard, das ist der Vater von Jack Sparrow. Blackbeard kam später, sieht ihm aber ähnlich. Der wurde ja von Keith Richards, von dem einen Stones-Sänger gespielt. Ja, jetzt erinnere ich mich. So war das. Ach ja, ich habe mich getäuscht, auch schon beim Anfang. So ähnlich sieht nicht aus. Hier haben wir noch einen He-Man, Jack Skeleton aus Nightmare for Christmas, Harry Potter. Die sind eigentlich ganz gut getroffen hier von Necker. Necker hat sowieso Figuren, die ich richtig toll fand. Und hier sehen wir das auch. Harry Potter. Figuren richtig gut. Also auch hier nach Alan Rickman richtig gut getroffen. Also die haben richtig gute Arbeit geleistet. Und hier haben wir dann noch weitere Pirates of the Caribbean Figuren. Ein bisschen einfacher gehalten. Und ein schönes Teil Kenner Legacy. Und hier geht es auch. Hier seht ihr Mask. Chuck Norris, Star Wars, Jedi Knight Training Sets mit Waffe. Das ist, glaube ich, Fernglas, Gürtel und so weiter. Auch eine coole Sache. Das, ja, auch hier so eine Figurenreihe. Auch sehr genial gemacht. Schauen wir uns an. Das geht hier auch darum, um unproduzierte Toys oder Toys, die wirklich sehr selten sind. Ne? Hier sehen wir aus der Serie Droids. Das war eine Zeichentrickserie. Könnt ihr auf Disney Plus auch gucken, welche Figuren es gab. Auch hier Produktionszeichnung. Richtig klasse, muss ich sagen. Richtig toll. Weiter geht es eben halt. Boba Fett's Bounty Set. Konntet ihr so ein bisschen Klamotten kaufen. Hier so ein Case, von der aussieht wie S2D2, wo man Figuren drin einpacken kann. Den Gürtel, wo der Blaster steckt. Der Arwing, der ist übrigens als allererstes nur wirklich bei Droids rausgekommen, dieser Arwing. Später in späteren Auflagen von den Actionfiguren wurde er mal dann für die klassische Serie ausgepackt. Aber er ist nie in der Kenner Star Wars Reihe wirklich dabei gewesen, wo sie eigentlich gehört hätte. Ja, Star Wars Coins, hier nochmal schöne Bilder von der Silbrak. Richtig cool. Das macht das richtig toll. Power Soldier, Superpowers, so Superheldenfiguren von Marvel. Dann haben wir auch hier Prototypen abgebildet, hier wie die Figuren im Endeffekt dann aussehen, wenn man sie kauft. Das sind im Endeffekt normale Actionfiguren, aber es reichte hier auch. Ja, hier auch eine Telefonzelle, in die man, wo man drehen konnte. Es gab es ja auch als Beamer für Star Trek und da konnten sie sich dann verwandeln, da kam dann eben halt Clark Kent raus. Batgirl, richtig schöne Zeichnung hier. Tower of Darkness, eben halt die Basis von Darkseid. Ja, richtig gut gemacht. Ich finde es schön, diese Zeichnungen, diese Produktionszeichnungen, die damit eingeflossen sind. Ja, Chuck Norris Line. Da gibt es Figuren, die es gab, auch Fahrzeuge. Ich weiß gar nicht, war gar nicht so erfolgreich. Kam aber eine ganze Menge raus, wie ihr seht. Obwohl, was davon wirklich rausgekommen sind, was Prototyp ist, kann ich nicht wirklich beurteilen. Da so sehr stecke ich nicht drin. Aber es muss, hier steht was von 87, also cool. So, und hier mit Centurions, das ist auch eine sehr interessante Figurenreihe, wo man eben halt eine Hauptfigur hat und dann konnte man Teile ranstecken und so ein bisschen daraus eine Ausrüstung machen. So richtig viele coole Fahrzeuge. Ist aber nie nach Deutschland gekommen. Also ich kann nicht einordnen, dass die Serie, dass ich die hier in Deutschland gesehen habe. Auch sehr, sehr cool. Das habe ich eher in Deutschland gesehen. Na gut, hier oben ist noch Centurions, aber hier haben wir ja Mask. Auch richtig cool, diese Katalogbilder, wo gerade eben halt die Fahrzeuge vorgestellt werden. Richtig toll. Ich mag auch diese Artworks einfach. Das ist wirklich Mask hier mit diesen Adventure Packs. Die sind auch bei uns rausgekommen. Obwohl Farbvariationen, glaube ich, gab es in
Europa. Und hier haben wir auch noch ein richtig cooles Bild. Und hier seht ihr auch einen kleinen Unterschied. Das war sehr europäisch, eben halt ohne diese abschießende Rakete. Diese Rakete, die fehlte, oder auch der Feuerstoß vorne aus den Auspuffrohren, die runtergeklappt werden konnten, was Kanonen waren, das war denen zu brutal. Deswegen haben sie es weggenommen. Und hier seht ihr sozusagen den Unterschied zwischen Europa und Amerika. War richtig cool. Richtig cool mit Mester. Hier haben wir es auch weiter. T-Bob und Scott. Das hatte ich mal, das Set. Aber einziges Set, was ich doch, glaube ich, nochmal wieder zulegen würde. Wohl. Bemest bin ich ja nicht voll am Sammeln. Also da wähle ich aus. Ich habe ein paar, aber noch nicht alle. Auch hier das klassische Set der Figuren. Ja, und Miles Mayhem. Mein Bruder möchte gerne nochmal Miles Mayhem mit seinem Slingshot, mit seinem Jet haben. Wäre nicht schlecht. Schon eine Ghostbusters-Werbung. Ja, und dann geht es hier weiter. Sideshow Collectibles. Die machen ganz teure und exklusive Figuren. Hier sehen wir Ash, John Wayne und das könnte, weiß ich gar nicht, The Crow. Nein, auf jeden Fall richtig gute Figuren machen die. Auch sind, wie gesagt, sehr, sehr teuer. Hier haben wir John Connor aus Terminator, T2 vom Anfang, Weapon X, Wolverine. Auch richtig gut gemachte Figuren, kann man ja nicht anders sagen, ne? Gentle Giant Limited, die machen Star Wars Figuren so im Comic-Style. Gut, das ist ja auch nicht mein Comic-Style. Ist schon gewöhnungsbedürftig. Legolas, Gimli. Der Master Chief geht ja noch in dem Sinne, obwohl er ein bisschen was von Lego-Figur hat. So, und hier gehen wir jetzt so ein bisschen auf UK. Dumbledore, der erstellt wird als UK-Figur. UK hat auch ein paar exklusive Figuren wahrscheinlich von Harry Potter, die hier speziell rausgebracht wurden, oder Sets. Manchmal ist es ja so, dass in manchen Ländern einige Sachen anders rausgebracht wurden. Und hier so ein bisschen, wie das entstanden ist, wie so Prototypen entstehen, von Zeichnungen hin zu Figuren. Das ist wahnsinnig interessant. Ne, hier haben wir die Figuren-Sets, auch nicht schlecht gemacht. Auch so richtig mit Räumen, Modellen, wie sie die planen, umsetzen mit Modellteilen und dann wird das so eine, ja, ganze Schule. Richtig cool geworden. Ja, auch weiter hier der Hauptspeisesaal. So Szenerien, hier sind die Macher. Richtig gut gelungen, ne? Kann man ja wirklich nicht sagen. So, wenn man nachbestellen möchte von den Tomat, findet man den hier. Hier haben wir auch noch mal so ein paar McFarlane Toys rausgekommen sind, was von Simpsons The Movie, so ein kleines Set mit Figuren und dem Tier, ein Spawn. Sport und so ein paar Action-Toys. Gut, das wären jetzt nicht deutsche Sachen, so die beliebte Sachen, aber gibt es auch. Eine Werbeanzeige haben wir hier von einem Toy Store. Hier haben wir auch noch weitere Figuren von Fist of the North Star. Auch richtig gut gelungen, richtig klasse. Kann man ja nicht anders sagen. Auch hier noch ein paar Anime-Figuren, auch sehr klassisches Anime. Kann ich jetzt nicht identifizieren. Ich bin zwar Anime-Fan, aber man hat auch nicht alles gesehen. Ja, und hier sehen wir auch nochmal einen schönen Transformer, so einen speziellen Hasbro-Transformer. Das ist ein Titanium Menasor, also so ein bisschen Diecast-Modell, eigentlich eine anders kolorierte Version von Rodimus Prime. Und daraus wurde der Menasor. Hier haben wir She-Hulk. Auch richtig cool. Das waren so ein paar exklusive oder ein paar besondere, die da verteilt wurden auf der Comic-Con. Hier haben wir so ein Titanium Diecast Raumschiff-Set von dem aktuellen Film oder von Battlestar Galactica. Dann noch von Spider-Man 3 Actionfiguren, die es zum Film gab. Eine Transformers-Werbung, dass der ja bald in den Kinos ist. Das glaube ich aber, doch könnte der erste Kinofilm sein, 2007. Ja, das war ein kleiner Let's View vom Tomat Action Figure Digest 155 aus dem Jahre 2007. Ja, jetzt liegt es an euch. Schreibt mir, was ihr denkt. Packt es in die Kommentare. Wenn ihr wollt, liken, teilen, abonnieren. Ich fasse es mal so zusammen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder.
Tschüss.